Drei Tage lang liefen die von Reed Exhibitions Messe Salzburg organisierten Fachmessen Kreativ Salzburg und CASA, Magnete für Fachhandel und Gewerbe. Insgesamt präsentierten 365 Aussteller aus dem In- und Ausland ihre Neuheiten und aktuellen Sortimente. Knapp 14.500 Fachbesucher fanden den Weg zur Messe mit den Themen Floristik und Bastelbedarf, Geschenkartikel, Kerzen und Raumduft, Oster- und Weihnachtsartikel, Papierwaren, Schmuck und Esoterik, Souvenirs und Kunsthandwerk, Spielwaren, Glas und Porzellan sowie Wohnaccessoires, Design- und Lifestyle-Artikel. Alles Kreative unter einem Dach, das steht bei der Kreativ Salzburg im Frühjahr im Mittelpunkt. Ende Januar treffen sich hier Fachhändler aus den Bereichen Wohnen, Lifestyle und Geschenkartikel. 250 Aussteller präsentieren ihre aktuellen Neuheiten und Trends. Für den Innenbereich ist es erneut gelungen, spannende Farbbilder zu inszenieren. Weiß mit Rot und Braun, Materialkontraste wie Filziges und Glitzerglasperlen. Lustige Keramikfarben erinnern an die Adria-Urlaube der 50er Jahre. Schon seit längerem beliebt sind die Edelrostgegenstände, die Brunnen und Tierfiguren, die romantischen Gartensitzmöbel. Stilistisch ähnlich gelagert sind die patinierten Schmiedeeisenregale. Ostern wird auch in diesem Jahr wieder bunt. Vorherrschend sind die Trendfarben Pink, Apfelgrün und Zitronengelb. Ebenfalls angesagt Tafelsilber mit edlen Teekannen und Kandelabern, Tabletts und Besteck zu weißen Textilien und dunklen Möbeln. Ländlich nostalgisch geben sich außerdem Maisgelb oder Dunkelrot mit Weiß. Die nächste Kreativ Salzburg findet vom 28. bis 30. August statt und präsentiert dann die aktuellen Herbst- und Winterneuheiten.